Keine Fackel mehr. Traurig. Traurig ist sein. Diamanten. Sehr schön. So, hier war doch noch irgendwo Eisen. Da. Noch mehr Eisen. Und hässlicher Creeper. Oder? Ich habe eine gerade Zahl genommen, ne? Ist natürlich äußerst. Ne, wobei gerade Zahlen sind nicht schlecht, wenn du eine Dachspitze machst. Oder? Wie war das Dach? Eigentlich. Nee, Dach muss doch dann immer eine in der Mitte frei sein. Also willst du das Dach flach haben. Oben am Ende. Wenn du mit den Treppenstufen aber baust, sind gerade Zahlen besser. Ja. Total ein Deckfehler. Ne, eigentlich nicht. Da kommst du doch nicht oben genau Schlag auf Schlag raus. Ja. Genau. So, das nehmen wir mal alles mit. Das kann hier drin bleiben. Jetzt gehen wir wieder nach Björn hoch. Wir hoffen, dass er Holz hat für uns. Nein, noch nicht. Egal, das ist bestimmt irgendwas. So ein, ich muss was essen. Ich muss was essen. Ein bisschen Holz müsste da noch sein. Treppenstufen wären auch nicht mal schlecht hier. Dann brauche ich nicht mal springen. Ja, ja. Hüp, ja, kommt hüp, alles. Hüp. Ich komme wieder hoch. Bring auch wieder Eisen mit. Und sogar extra nur für dich Diamanten. Cool. Darf ich noch? Ja, da. Das. Da ist. Oh. Nice. Das gefällt mir doch. Das gefällt dir? Das gefällt mir. Eisen wieder da rein. Zack. Sollen wir uns nochmal hinlegen? Moment. Eben wieder brennen lassen. Komme. Schatzi. Warum haben wir keine Ehebetten eigentlich? Sind wir schon verheiratet? Ist mir irgendetwas entgangen? Mhm. Guckst du mich eigentlich immer an, wenn du aufstehst? Mhm. Natürlich. Komm her, guck mir in der Augen, Kleines. Ja. Achso, Steine wollte ich gerade fragen. Hast du noch Steine? Holz haben wir. Steine habe ich genug. Kohle auch? Hm, Kohle auch. Dann komme ich mal kurz. Brauchst du sowieso für ein Stack. Ein Stack Steine, acht Kohle. Leg doch hier rein, immer. Achso, du gehst da hinten hin. Ich lasse das automatisch brennen, ne? Ja, aber ich habe jetzt hier drei Öfen stehen. Da kannst du auch da eben schnell was drauf schmeißen. Okay. Auch so ein Feis. Mal ein bisschen zügiger mit dem Arbeiten. Das da noch zumachen? Denke mal, das ist so erstmal von der Grundgröße okay. Doch. Ich weiß nicht, wie lange du es übertreiben willst hier. Aber ich kann ja noch anbauen und so. Das ist ja alles kein Problem. Das brauche ich. Weil ich habe sogar schon das erste Rindvieh in der Hütte stehen. Naja, das Rindvieh wollte ich dir gleich mal klauen. Ihr killen? Nein, nicht killen. Brauchen wir noch ein paar, was? Ja, züchten. Schon mal. So, das haben wir jetzt gesagt. Ein Vieh. So. Küchen, komm mal her. Muko. Machen wir eine Doppeltüre hier rein oder nein? Das passt, ne? Muss ja genau nicht in der Mitte sein, die Tür, ne? Kuh. Weizen, Kuh. Hallo. Kuh, Weizen. Komm. 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 Komm schon. Komm schon. Hallo, Kuh.
Komm. Go. Was sind die Kühe behindert? Er geht da schon mal rein, genau. Da bist du schon mal richtig im Gehege. Nummer 1. Hallo? Was? Hallo, Muku. Bett gessen hier an dem. Komm. Oh, ich weiß das. Oh, diese Kuh riecht mich auf. Kannst das nicht? Muss ich dir das noch beibringen, wie das geht? Nein. Auch mit dem Bienchen und Blümchen brauchst du mich erklären. Oh, das sagst du. Wer weiß. Muku, willst du jetzt oder nicht? Such mir gleich eine andere Muku. Willst du mich jetzt? Komm jetzt. Bertha, komm. Zum Bertha und Bernd, ja. Komm. Okay, dürft ihr jetzt Liebe machen. Ja, sie haben Liebe gemacht. Yay! Was? Was, Babys? Liebe. Oh, Nachwuchs. So. Jetzt wollte ich den Eimer Wasser mitnehmen und Fackeln. Die habe ich schon mal. Und den Eimer. Soll man das so da draufsetzen oder sollte man das vielleicht lieber... Ne, ich will es eine Reihe drüber setzen. Oder durchziehen, meinst du? Durchziehen würde ich. Ja, ich denke mal, so ist besser, oder? Jo. Dann da aus. Oh. Und ab wieder in die Höhle. Wacka, 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 wacka. Meine, ja, halb sechs schon wieder. Bald verrennt, oder? Jo. Unglaublich dir die Zeit. Nein. So, einmal links. Nochmal links. Und welchen Tunnel? Den hinteren. Bläm, bläm, bläm. So, Monster sind ja auch noch nicht. Gut. Water, water, hey, 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 water, water, water. Boah, fließen ins Wasser ist nervig. Das macht so komische Geräusche. Oh, verdammt! Das Vieh nicht gesehen, ey. Direkt vor der Hütte explodiert. No. Nein, oh. Nein, 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 nein. Doch, gleich wieder schließen, ja. Abbauen, 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 komm schon. Krieg ich denn genug Obsidian da raus? Hoffentlich. Dauert ja auch nicht zu lange. Abbauen, abbauen, abbauen. Muss ich dann gleich das Portal hinbauen, damit wir in die Hölle kommen? Hölle willst du? Ja klar. Klar will ich in die Hölle. Aber mal, wo wollte ich hinsetzen? Oder in das eine Haus von der Village. Ich denke mal, wir brauchen daher bestimmt garantiert nochmal Wolle. Ich denke mal, mit weißer Wolle sollte man das dann ausfüllen hier. Ja, dann würde ich die scharf einfangen und mit einer Schere abscheren. Ja. Na komm schon, na komm schon. Na, ja, eigentlich. So, nochmal 4 Obsidian.
Break. Nervig. Break. Nervig. Sei froh, dass sie das nur verändert haben. Nicht, weiß ich nicht, so Clowns oder so als Creeper. Ja, das wär's ja noch. Auf den Clown im Weg. Kriegst ja noch mehr Angst nachts. Mhm. Wo haben sie das denn gemacht mit den... mit dem fliegenden Hühnchen? Das war auch an irgendeinem Tag. Echt? Ja, dann kamen nur fliegende Hütchen vom Himmel. Das war auch schon etwas länger her. Hm, ja, genau. Der Tag ist es. Ich weiß es gerade nicht. Kam auf jeden Fall auch in sämtlichen anderen Modpacks und Minecraft normal, also Vanilla jetzt, fliegende Hühnchen vom Himmel. Und wir dachten, was ist jetzt los? War das Weihnachten? Nee, Weihnachten waren viele Sachen mit Mützen überzogen, mit Elfenmützen. Das Problem war, die Hühnchen konnten... Ja, da stimmt, das habe ich glaube ich auch irgendwie einen Tag mitbekommen. Ja. Und die Truhen waren wie Geschenke. Aus. Aber die Hühnchen konntest du nicht töten, die sind nur auf so einem Boot so... zerplatzt einfach. Blum, 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 blum. Dü, dü, dü. Guck mal, wie nervig Wasser ist. Hör mal. Pass auf. Bleib mal, Björn. Hör mal. Water. Nervig, ey. Sei froh, dass es nicht dauerhaft ist. Ein Tag. Das reicht ja schon. Na, ja, bin ich auch froh drüber. So. Und ich setze es mal... ach, in das Haus hier rein. Das Portal einfach. Freuen sich die Villager vielleicht. Kriegen wir das denn hier rein? Ne, kriegen wir gar nicht hier rein. Oder? Baumstämme hatte ich jetzt keine mehr. Oder? Müssen wir dann auch gleich wieder ein bisschen farmen gehen. Die kann ich nicht verarbeiten. Kann man schlecht hier reinbauen. Oh, Village haben wir auch keine mehr. Nice. Baue ich das denn mal hin? Eine Hütte kann ich jetzt schlecht noch nicht reinbauen. Egal, hier rein. Closed. Open, closed. Open, closed. Nein. Sollte jetzt nicht da oben sein. Schneich, 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 schneich. Ein, zwei. Björn, 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 Björn. Hi. Nee. Schlafen? Moment. Uno momentos. Wir können gleich schlafen aus. Sieht ein bisschen komisch aus, egal. So. Okay, wir können schlafen. Liegst du schon in unserem Bett, in unserem gemeinsamen? Hast du schon gesehen? Wir haben jetzt ein gemeinsames Bett, nicht? Okay, ich liege im Bett. Ah, ist umgebaut. Ich wollte... wo steh ich denn jetzt? Auch sehr intelligent, jetzt stehe ich draußen. Ui.
Okay, ich baue das Bett wieder um. Autsch. Schönes Vieh. Nein, ist noch einer. Haha. Mach mal den Boden. Ich würde dich ja ärgern mit Wolle, ne? Ja, Wolle machen wir ja schon außen an der Wand. Ich denke mal, sonst wird das ein bisschen schwierig. Warte mal. Aber innen drin? Nee, das sieht zu, das ist zu hell, das Holz. Puppenholz, ist dunkler. Ja, das ist zu hell. Tannenholz ist noch dunkler. Oder. Nee, musst du noch eine Etage tiefer denken. Ja, ja, klar. Ich war ja zu voll, den Erdbock rauszubauen. So, das nehme ich jetzt mal mit. Für Bert und Bertha. Ja, der Einklang. Okay, gut, die kommen ja noch die Türen nur noch rein. Passt das ja. So, Bert und Bertha, ihr dürft immer noch mal Liebe machen. So, haben wir denn eigentlich Bambus in der Nähe? Ich habe jetzt, glaube ich, noch nichts gesehen gehabt, was Bambus angeht. Und doch da hinten. Super.